Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Marielach. Wir feiern jeden Tag Eucharistie in Marielach, Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, wie es das Konzil einmal gesagt hat. Es ist dabei ganz schön anstrengend, jeden Tag Quelle und Höhepunkt zu feiern. Und ich manchmal gehe ich zugegebenermaßen nicht ganz wach und ganz frisch in diese heilige Feier hinein. Und dann begegnete mir heute ein Psalmwort aus Psalm 122. Ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir gehen. Wie gehen wir eigentlich in den Gottesdienst? Wie gehen wir sonntags oder werktags eigentlich zur Kirche? Wie sind wir auf das vorbereitet, was uns da begegnet? Christus will uns wach machen für das Geheimnis des Lebens. Christus will uns wach machen für das Schöne und Gute in unserem Leben. Und er will uns wach machen dafür, dass wir dankbar dafür werden. Und gerade die Eucharistiefeier ist die große Feier der Dankbarkeit des Menschen gegenüber Gott. Wie gehe ich also zur Kirche? Müde und abgeschlafft oder voll Dankbarkeit und Freude im Hinblick auf die Begegnung mit dem lebendigen Gott? Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, immer wieder sind wir müde und schlapp, vielleicht auch dann, wenn wir zur Kirche gehen. Doch du selbst lädst uns ein, froh und voll Freude hinzugehen zu dem Ort, wo wir dir begegnen können. Führe uns heute durch die Nacht und lass unser ganzes Leben morgen geprägt sein von der Freude und der Erwartung, dir immer wieder begegnen zu können. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.